Wieder ein Paket von Temu. Unboxing-Time. Ja, ich weiß selber nicht mehr, was ich bestellt habe. Aber so wie ich mich kenne, ist da für die Suse was drin. Also für meinen T4. Jetzt lassen wir uns einfach mal überraschen. Bleibt dran. Und lass gern ein Like, ein Kommentar und ein kostenloses Abo da. Ich würde mich riesig freuen. Danke. Was hat sie da wieder gekauft? Ja, selber überrascht. Selber. Also mein letztes Unboxing-Video hast du ja bestimmt schon gesehen. Alles ist nicht immer gut, aber naja, gucken wir mal. Okay. Mal gucken, was da drin ist. Aufkleber. Aufkleber. Ach, das wird da wieder nichts. Naja, gucken wir mal. Ich werde mich versuchen. Ja, das sind Schrumpfschläuche. Ich habe keine für Schrauben. Kennt ihr ja bestimmt. Ach, die sind auch so hart. Also für Schrauben oder Verbindungen. Da ich mir nur mal Schrumpfschläuche gekauft. Das ist gut. Hätte ich jetzt erst brauchen können, wenn meine Standheizung war kaputt. Liquid. Was? Genau, da muss ich erstmal. Ich glaube, das soll so ein Nasskleber sein. Schwarz. Naja, das ist ja egal. Aber ob das funktioniert, das. Tape. Weißt du, was das ist? Ich werde berichten. Einfach zu benutzen. UV-resistent. Also das muss ja sowas sein, wie wenn man ein Kabel zusammen machen will. Ob das funktioniert, das fühlt sich ziemlich dünn an. Ich probiere es halt einfach mal aus. So. Mal gucken. Mal das weiß ich, was das sein soll. Das soll ein Thermomatten für mein T4 sein. Ich hatte mir ja zwar welche selber gemacht. Sieht ja auch schick aus. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Wie gespannt sein muss. Okay. So. Also schick sieht's aus, würde ich mal sagen. Okay. Hier sind die Plastinippel. Ich denke mal, die müssen hier so rein. Hier ist weiß, hier ist Silber. Sitzt, wackelt, hat Luft. Also schick sehen sie aus, würde ich mal sagen. Hier hinten kann man ja immer noch was drauf machen.
So, ich werde berichten, ob es passt. Gut. So, ja, gut. Also, ja, ich würde mal sagen, ich bin jetzt erstmal zufrieden mit den Teilen da. Also, wirklich, die sehen gut aus für den Preis. Und wenn die nur eine Saison oder zwei Saison halten, dann ist das schon mal ganz gut. Hier unten ist meine Bastelkiste. Ich habe, wie gesagt, Rostbekämpfung gemacht bei die Suse. Naja, nicht schön, aber selten. So. Ja, wie gesagt, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Jetzt werde ich erstmal versuchen, die Dinger da ranzukriegen. Sie sitzt schon mal gut. Also sie sind etwas größer, als mein Fenster ist, aber ich finde das ganz gut. Aber man sieht hier die Gumminippel, die sitzen also eigentlich richtig gut. Nicht eigentlich, die sitzen gut. Ich finde es besser, dass sie ein bisschen größer sind als zu klein. Jetzt von innen aus. Ja, die ist jetzt ein bisschen groß, aber was mir gut gefällt, ich könnte es dann nach oben, also ich kann es oben noch festmachen, also mit Magneten. Ja, also hier sieht man ja, ich habe ja jede Menge Magneten gekauft, wisst ihr ja. Also könnte ich es hier oben und unten braucht man sowieso nicht festmachen. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal von außen an. Die sitzt auch, sitzt, wackelt, hat Luft. So. Einer ist, hier ist so ein Ersatznippel da. Und da werde ich aber gleich mal gucken, ob es die noch mal zu kaufen gibt. Also man könnte oder ich könnte in der Mitte noch mal welche ranmachen. Mal gucken, das sollte ich ja hinkriegen. Das ist ja nicht das Problem. Ja, aber ich sag mal für den Preis. Ich gucke dann noch mal, was es gekostet hat. Hier fallen die mir ganz gut. Oder was sagst du? Also ich verlinke einfach mal den Preis und kannst mal gucken. Doch. Lieber zu groß als zu klein. Ich hatte eher Angst, dass die zu klein sind. Aber bin zufrieden.